Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doshin the Giant. Wir haben beim letzten Mal den größten Wachstumszyklus mal wieder erreicht und sind jetzt gerade dabei, uns ein kleines bisschen um die Natur zu kümmern, weil wir zu groß sind, um den Dörfern zu helfen. Ja, etwas lächerlich, aber so ist es leider. Und da vorne ist gerade vor unseren Augen ein Baum eingegangen. Sehr interessant. Das sieht man auch sehr selten, wenn man nicht gerade einen Baumkreis zusammengestellt hat und von daher Bäume verschwinden. Ja, ne, wir gucken trotzdem, dass wir hier vorne den Baumkreis nochmal geschlossen bekommen, damit wir zumindest den einen vergammelten, den wir beim letzten Mal hingestellt haben, in einen Baumkreis mit einbinden können. Da vorne haben wir noch einen, der recht leicht erreichbar sein sollte. Jawohl, haha, beim ersten Versuch gegriffen. Jetzt fehlt den Leuten da vorne natürlich ein Baum. Aber wenn wir den Baumkreis hier erstmal voll haben, mein Gott, wie viel fehlt denen denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich sind das 7 zusammen. Da muss aber der äußerste so gerade eben außerhalb der Reichweite sein. Und jawohl, jetzt haben wir sogar direkt wieder mehr als 7 zusammen. Und kriegen dafür einen weiteren Baumkreis. Ja, dann sollten wir jetzt einen der Bäume davon schnappen und da vorne wieder in die Stadt stellen, damit die Leute auch wirklich weiterarbeiten können. Tja, solange wir Arbeiten erledigen können, die halbwegs außerhalb der Dörfer stattfinden, die dann auch sinnvoll für die Dörfer sind, können wir wenigstens noch irgendwas tun. Also werfen wir das Bötchen dahin. Ach, wir sponsern da gerade unser Hassmonument, sehe ich. Also unser Hassgebäude, nicht unser Hassmonument. Aber das Hassmonument wollen wir natürlich immer noch von diesem Dörflein errichtet bekommen im Endeffekt. So, da vorne wollen sie ganz am Rand das Land erhöht haben. Das könnten wir noch irgendwie schaffen. Möglichst ohne, dass wir die gesamte Insel mit anheben. Ja, sehr schön. Der ist zwar zufrieden, aber der wollte scheinbar nur wieder auf die Insel zurückgehoben werden. Der wollte da gar nichts bauen. Na toll. Tja, dann schauen wir doch mal, ob wir das Dorfzentrum hier richtig angehoben bekommen. Oh nee, das sieht schlecht aus. Ganz vorsichtig. Nee, 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 das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Vergiss es doch schon. Geh mal einmal quer um die Insel und versuch mal hier vorne ein bisschen das Land anzuheben. Da vorne ist auch schon wieder ein Gebäude, das fast in den Fluten versinkt. Hat das gereicht? Na, die Leute haben auf jeden Fall gerade keine Wünsche mehr. Also weiter geht's. Ignorieren und weitergehen, bevor wir alles kaputt machen. Oh, wo müssen wir denn als nächstes hin? Guck ich in die richtige Richtung irgendwie? Nee, guck ich gar nicht. Doch, guck ich. Mein Gott, auf der Minikarte ist es aber auch manchmal echt schwer zu erkennen, wo wir denn gerade wirklich hingucken. Dann fliegen wir einmal quer über die Welt. Mit Wachstumszyklus 15 können wir ja zum Glück sehr große Sprünge machen. Und zum Glück muss es uns nicht interessieren, wenn uns die Dörfer auf der Hauptinsel sehen. Nur bei den beiden Dörfern hier, da muss es uns interessieren. Da sollten wir möglichst mit Doshin vorbeigehen. Ja, dann schauen wir doch nochmal auf unser vierfarbiges Dorf, das wir erst vor kurzem leicht zerstört haben. Ja, da sehen wir, uns wurde auch hier das Hassgebäude errichtet. Aber die Leute scheinen gerade nichts großartig an neuen Wünschen zu haben. Eigentlich merkwürdig. Naja, machen wir das Land da vorne noch ein kleines bisschen höher. Und dann schauen wir uns weiter um nach Wünschen der Menschen. Wie gesagt, wirklich viel tun können wir momentan leider nicht mehr. Ich würde sagen, wir pflanzen noch ein bisschen grüne Energie um. Hier vorne haben wir gerade zum Beispiel recht wenig. Wir könnten hier auch noch einen Baumkreis zusammenstellen, wenn wir wollten. Ich glaube aber, es wäre sinnvoller, wenn wir hier vorne auf der Insel noch einen Baumkreis zusammenstellen. Denn da ist recht wenig grüne Energie, aber recht viele vergammelte Bäume drumherum. Mein Gott, jetzt müssen wir uns erstmal wieder irgendwie, ja, diesen Baum hier schnappen. Schön, wie man gerade links neben uns den ersten Vulkankrater sieht. Das war der erste Vulkan, der ausgebrochen ist. Mhm, komm schon. Au. Ja, lieber Baum, kommst du da schon? Nein, halt nicht. Dann versuchen wir mal, den vergammelten Baum da vorne zu nehmen. Aber das sieht auch nicht gerade nach einer leichteren Aufgabe aus. Die sind auf so dermaßen nervtötenden Ebenen, ganz besonders für Josh in Größe 15, dass wir da so gut wie überhaupt nicht rankommen können. Naja, dann nehmen wir zumindest die Bäume, die hier vorne versammelt stehen. Nehmen wir halt nicht die Bäume, die da vorne so dermaßen schräg auf der Ecke sind. Jawohl, den konnte man schon wieder viel leichter greifen, denn der war mehr oder weniger auf Doshins Fußebene. Schon irgendwie komisch, dass Doshin so ein Problem hat, zu Bäume zu greifen, die mehr oder weniger auf seiner Armhöhe dann sind, wenn er auf dieser Größe ist, aber nicht mehr auf seiner Fußebene. Und pling, oh, das habe ich gar nicht erwartet, aber wir haben schon einen Baumkreis zusammen. Oh ja, sehr schön. Das heißt, hier haben wir jetzt auch ein bisschen mehr grüne Energie wieder vorhanden. Ach ja, der Naturriese. Ist er nicht verbunden? Jetzt will ich nur noch einen Baum da vorne greifen und weiter in das Dorf stellen können. Komm schon, Doshin, nimm dir irgendeinen davon. Brav, Doshin. So, der kommt nämlich jetzt hier vorne hin. Da sehen wir nämlich verdammt viel Ödland. Und die Leute haben schon wieder aufgehört, Sachen zu machen und kommen in unsere Richtung. Das heißt, ich fliehe jetzt erstmal panisch, weil ich mit Größe 15 nicht aus Versehen die Leute platt rampeln will, während der Tag endet. Müsste jetzt jeden Moment soweit sein. Die Sonne geht langsam unter und entschwindet in der Ferne. Bald kommt die Zeit des Abschieds. Die Zusammenarbeit mehrerer Stämme von verschiedenen Farben
wirkt sich auf die Form des Monuments aus. Ja, also definitiv. Das Ende von Tag 6 ist der perfekte Zeitpunkt, um uns nochmal zu erklären, dass man Dorffarben mixen kann und so neue Monumente hält. Finde ich super. Ja, wir hatten hier vorne eine Blume erschaffen durch einen der Baumkreise, die wir heute gemacht hatten, während wir auf Größe 15 waren. Die sollten wir jetzt noch eben schnell zerstören lassen durch Doshin. Ja, wir bringen es einfach hier vorne zum Ödland und gleich sollte er sie da reinfallen lassen. Die Sonne fällt in einen tiefen Schlaf. Lasst uns unsere müden Augen schließen und die Nacht willkommen heißen. Bei Sonnenaufgang wird der Riese wiedergeboren. Ja, das ist ja schon nichts Neues mehr, dass der Riese jeden Morgen auf Größe 1 wiedergeboren wird. Ja, jetzt werden wir das gleich mal sehen, wie Doshin automatisch die Kontrolle über seine Hände verliert, in Anführungsstrichen. Ich kann es im Moment nicht selbst fallen lassen. Und jawohl, da endet der Tag und Doshin hat sie automatisch weggeworfen. Ich hoffe mal, die ist jetzt auch im Wasser hier vorne direkt eingegangen, in dem Ödland, in dem sie gelandet ist. Und wird dann morgen nicht mehr existieren. Dann können wir einen neuen Baumkreis da erstellen, wo auch immer wir eine neue Blume brauchen. Ansonsten müssen wir morgen halt nochmal dahin gehen, um die Blume endgültig zu vernichten. Aber ich schätze mal, das wird nicht extra nötig sein. Ah ja, und wieder ein super schöner Sonnenuntergang mit einem aufgehenden Sternenhimmel, den wir nie wirklich betrachten dürfen, weil wir nachts nun mal nicht wirklich existieren. Wie gesagt, was auch immer eigentlich mit Doshin passiert in dem Moment, in dem dann die Sonne endgültig untergegangen ist, wir sehen es ja nie. Größe 301 Meter, 15 Wachstumszyklen, 1583 Schritte, 162 gesammelte Herzen, 343 gesammelte Totenköpfe. Bin gespannt, ob wir jemals wieder einen Tag mit mehr Herzen haben werden. Ein Mensch hochgehoben, 53 Bäume getragen, 29 Menschen zertrampelt, 3 Kisten geöffnet und 54 Gebäude zerstört. Ah, da waren wir sehr zerstörerisch in letzter Zeit. Nicht gefallen, nichts vermieden, 47 Mal gesprungen und wir sind nicht gerutscht. Ich finde es toll, dass uns das blaue Dorf auch überhaupt immer noch winkt und wir sehen, da haben wir jetzt eine andere Kultur mit eingegliedert. Eine gelbe. Kein Mittagsschlaf gehalten, 258 Sekunden lang Land angehoben, 31 Sekunden lang geebnet, also abgesenkt, 69 Sekunden lang bergabwärts gerutscht, 173 Sekunden lang geflogen, 618 Sekunden im Wasser verbracht, 187 Einwohner, 127 Gebäude, 2 Monumente. Und 70 neu gewachsene Bäume. Wunderschön. Mittagsschlaf halten wir auch niemals. 13.967 Hektar Land haben wir. 800 haben wir davon aus dem Wasser gehoben heute. Und 51.569 Hektar Land sind immer noch im Meer. Davon haben wir nichts heute versenkt. Das grüne Monument wird mal wieder unser Schlussbildschirm. Mittagsschlaf ist übrigens, wenn man sich auf eine große Ebene stellt und einfach eine ganze Zeit lang nichts tut, dann legt sich der Riese einfach seitlich auf den Boden und das nennt sich dann Mittagsschlaf in diesem Spiel. Es ist so ziemlich das unspektakulärste überhaupt, weil er hat nicht mal eine ordentliche Schlafanimation, dann kommen dann einfach nur ein paar Zets über seinem Kopf, aber er hat nicht mal die Augen zu oder sonst irgendwas. Naja, die Meinungen der Menschen heute sind, dein Kopf ist in den Wolken, hatten wir schon mehrfach, war wahrscheinlich beim Regenschauer. Dieser Typ sieht aus wie... keine Ahnung wie. Ich bin auf der anderen Seite. Und du führst ein Nomadenleben, ja, weil wir so viel wandern. Und eine sanfte, angenehme Brise. Von irgendeinem Dorf, dem wir heute nur geholfen haben, das wir heute nicht vernichtet haben. Ja, und das sind noch sehr interessante Meinungen heute. Vor allen Dingen, dieser Typ sieht aus wie... ja, wie denn? Wie ein Sternbild? Wer weiß. Dann gucken wir mal ins Buch der Riesen heute. Wir waren ja mal wieder auf Maximalgröße. Das heißt, wir werden wieder einen sehr großen Größewert haben. Da hatten wir 96, da hatten wir 98. Und heute haben wir 99. Ich habe keine Ahnung, wie sich dieser Größewert überhaupt unterscheiden kann, wenn man sowieso auf der Maximalgröße ist, aber naja. Ja, wir waren heute auch aus irgendeinem Grund handlungsorientierter als gestern, obwohl ich eigentlich fand, dass wir gestern handlungsorientierter waren. Und wir sind heute auf jeden Fall mal wieder ein bisschen naturorientierter gewesen. Klar, ich musste ja auch ein bisschen Zeit darauf verschwenden, in Anführungsstrichen, Bäume zusammenzustellen, weil wir kaum den Dörfern noch helfen konnten, dank unserer gigantischen Größe, die ja hier mit 99 gekennzeichnet wurde. Ja, das war also Riese Nummer 6. Wunderschön. So einen hohen Menschenwert wie an Tag 2 haben wir selten gehabt. Und dann gucken wir uns noch die Monumente an. Wir haben ja eine Pyramide und einen Adler heute erbaut bekommen. Also lesen wir mal die entsprechenden Texte. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, das Monument, muss man sagen. Das ist das rot-grün-blaue gute Monument. Adlermonument, ich bin eine beeindruckende Statue. Man kann mich nicht mit gewöhnlichen Bauten vergleichen, denn meine Architektur ist auf einem anderen Niveau. Ich bin die Verkörperung eines imposanten Adlers. Spürst du die Kraft, die von meinem ehrfürchtigen Antlitz ausgeht? Ja, muss man sagen, nicht schlecht, dieser Adler. Ist wirklich gut gelungen. Zumindest, wenn man sich die anderen Bauten vor allen Dingen mal so ansieht. Allerdings hat er trotzdem nicht mehr als einen Feuerball von Yashin ausgehalten. Ne? Also, so wirklich viel Kraft haben wir in diesem Adler leider nicht spüren können.
Ja, dann schauen wir uns noch die Pyramide an, die uns ebenfalls erbaut wurde. Hat man schon mal eine Pyramide mit so einem merkwürdigen Dachgeschoss gesehen? Das sieht irgendwie komisch aus. Das ist das gelb-blau-grüne Monument. Pyramide, ich bin eine Pyramide von enormer Größe. Millionen von riesigen Steinen wurden benötigt, um mich fertigzustellen. Wie waren die Menschen nur in der Lage, solch einen Bau zu errichten? Dies ist sicher ein Geheimnis dieser Insel. Ja, in der Tat. Allerdings war die Pyramide vergleichsweise mit den echten Pyramiden, glaube ich, recht klein. Also wenn man zumindest das Verhältnis Pyramide-Mensch gesehen hat. Ja, das waren auch schon die beiden Monumente von heute. Muss sagen, das sind zwei sehr hübsche Monumente, die uns heute errichtet wurden. Kann man kaum vergleichen mit den oberen vier vor allen Dingen. Wobei der Moai war auch schon recht hübsch und die Hütte und der Turm waren da eher so durchschnittlich gegen, muss man sagen. Jawohl, das war's dann mit Tag 6. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir den 7. in Angriff nehmen und befürchten müssen, dass wir weiteren Erdbeben gegenüberstehen werden. Bis dahin, see ya!